damit nochmal herzlich willkommen zurück. 6 Stunden nehme ich schon auf. 11 Parts, also eine Mörderaufnahmesession. Und jetzt haben wir leider schon den 2. Absturz gehabt. Und ja, ich hoffe, ich will, beziehungsweise ich hoffe, dass das eine Spiel nur über die Bühne geht. Mehr will ich gar nicht. Möglichst positiv, weil sonst rege ich mich wieder auf, weil es gerade abgestürzt ist. Und wenn man dann verliert, dann kann man es natürlich auf den Absturz schieben. Und das wäre echt scheiße, ne? Wir nehmen ihn mal den Spaß am Fußball. Und diesmal schon mal nicht abgestürzt, immerhin. Aber dafür ist Dennis Geiger verletzt. Toll. Spielen das Ganze offensiv. Ne, wir bringen Kedira. Fängt ja schon mal toll an. Dumbi ja auch noch mit dem 1:0. Komm, gib's mir richtig. Ich mach noch das 2 und 3:0 vor der Halbzeit. Ich sag ja, ich bin so pissig, ey. Die Aufnahmesession ist so lang und diese Abstürze, es nervt einfach nur. Dieses Programm ist so buggy. Mann. Letzten Wechsel warten wir noch. Natürlich verlieren wir. Jetzt verlieren wir garantiert auch den 6. Platz. Ist einfach nur ärgerlich. Nee, verlieren wir nicht. Na Gott sei Dank. Was haben wir jetzt? Wir sind tatsächlich in den Playoffs mit den Besten dabei. Das ist sehr gut. Aufstiegsfeier bei Tubize. Es ist kein Aufstieg, aber... damit sind wir, glaube ich, in dem Bereich, wo wir hin müssen. Der Vorstand ist natürlich trotzdem unzufrieden. Wieso auch immer. Aber die Relegation, Freunde, oder die Playoffs, die gibt es wirklich erst im nächsten Part. Und dann machen wir die durch und wechseln dann in die neue Saison. Und ja, ich denke, jetzt haben wir einiges getan. Ich habe hier noch Enzo Zidane, den werden wir uns noch sichern. Und dann war es das auch. Mannschaft des Jahres, Ellen. Konaté noch 62 Tage verletzt, also das wird ein Flop-Transfer sein. Gebrochener Arm, der muss den schon vorher gehabt haben, oder? Enzo Zidane ist da, wir simulieren vor bis zum Anderlecht-Spiel. Das wird alles jetzt nur noch in Sofortberechnung gehen. Auch in der neuen Aufnahmesession, denke ich. Damit ich da gut durchkommen, weiter vorproduzieren kann, denn wie gesagt... ich kann es nicht oft genug sagen, ich werde mit dem Fußball jetzt mehr zu tun haben als dieses Jahr. Ich werde, da ich mich selbstständig mache, auch dort mehr zu tun haben, als ich dieses Jahr zu tun hatte. Und deswegen, zweiter halbwegs talentierter Jugendspieler, Robin Koch lädt zum Essen ein. Das ist auch sehr positiv. So, hat sich wahrscheinlich keiner empfohlen, würde ich mal so tippen, weil wir haben echt eine grauenvolle Rückrunde gespielt. Leider sind da meine Neuzugänge nicht ganz so eingeschlagen, wie ich das gern gehabt hätte. Aber dafür haben sich unsere Leihspieler sensationell entwickelt. Zumindest die wir vom Saisonanfang verliehen haben und gerade die, die wir auch längerfristig halten wollten, wie Bon Giovanni. Auf die kann man sich nächstes Jahr freuen, dann kann man so Moussa Konaté verkraften. Verkauft man den halt mit Wertverlust, aber dann ist es halt so. Man kann nicht immer richtig liegen, Freunde. Falls er tatsächlich schon verletzt gewesen sein sollte, als ich ihn gekauft habe, tut mir sehr leid. Hab ich nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte ja einen Stürmer haben, der uns schnell verstärkt. Trying to find your crown.
Mal gucken, ob wir noch an Anderlecht vorbeiziehen, dafür, meine Güte, ich bin echt so durch im Kopf, dafür müssten wir die eigentlich besiegen, aber, schlagen wird schwer, ne? Jetzt haben wir auch kein Gebäudebudget mehr. Das müssten wir uns eigentlich schon fast besorgen. Und der nächste Linksverteidiger von uns ist heiß begehrt. Also für Linksverteidiger haben wir leider eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Auge. Wir können ein bisschen was von dem Transferbudget verschieben, würde ich sagen. 10 Millionen von den Transfers können wir ruhig in die Infrastruktur geben. Und dann passt das. Dann können wir nämlich noch ein bisschen aufbauen bis zum Saisonende. Dennis Geiger fehlt leider noch gegen Anderlecht. Das ist bitter. Müssen wir überlegen, ob wir Allen vielleicht zurückziehen. Das müssten wir eigentlich sogar schon machen. Aber gehen wir mal durch. Wir bringen jetzt Woodburn in die Reserve, damit ich hier mal Überblick habe. Das wird sonst echt zu viel. Castells in die Reserve. Allen kommt dahin, David Neres dahin und Palco Dardai rückt rein. Vincent Till ist auch schlecht drauf, dafür kommt Fossum rein. Und sonst passt die vor und das ist gut. Lemina. Ich glaube, die gehen beide, ne? Deswegen kann man das ruhig machen. So, das ist alles geschafft. Ein weiteres Talent haben wir dazu bekommen. Dazu muss der Torwart gehen, der ist nicht so talentiert. So. Wird kein einfaches Spiel. Wow, wann haben die denn Telin im Sturm? Was denn mit Anderlecht passiert? Die haben ja echt kaum noch einen guten. Wir sind 7 Punkte hinter Anderlecht. Das wird schwierig aufzuholen in den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen. 10 Spiele haben wir Zeit.
Anderlecht aufzuholen. Ja, gucken wir mal, ob uns das gelingen wird. Fossum ist erstmal stärker als Schreck. Der kommt jetzt rein. Hätte beinahe noch vergessen. Und ja, dann hoffen wir, dass in der nächsten Aufnahmesession irgendwie noch was möglich ist, dass wir vielleicht noch auf Platz 5 oder vielleicht doch sogar auf Platz 4 kommen und dadurch vielleicht international in der Europa League teilnehmen können. Ich glaube, die Quali-Runde spielen wir dann. Aber es wird schwierig, von daher sollte man nicht davon ausgehen. Wir werfen noch einen letzten Blick auf unsere verliehenen Spieler. Ich hätte beinahe gesagt verletzten Spieler. Auch die neu verliehenen haben ordentlich gespielt. 10 Spiele, 2 Tore bei Brahim Diaz. George McEshwin, der bei uns schon ganz viel gespielt hat. 11 Spiele, 0 Tore leider, aber Hauptsache die spielen, ne? Das ist das Wichtigste. Und da können wir uns auf eine Menge Spaß gefasst machen. Der ist auch schon sehr talentiert, krass. Guck mal einfach mal, also da kommt noch jede Menge auf uns zu. Klinsmann auch mittlerweile auf einer 67, Bon Giovanni auf einer 70. Da haben wir echt vieles richtig gemacht beim Verleihen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr gebt die Daumen nach oben, schreibt Kommentare, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut auf meiner Homepage vorbei, healfakti.de/blog. So könnt ihr mich nämlich finanziell unterstützen, denn durch YouTube habe ich ja keinerlei Einnahmen. Ansonsten, wenn ihr einmalig eine kleine Spende machen wollt, erwähne ich jetzt nur einmal in dieser Aufnahmesession, dann wäre es natürlich wunderbar. Dazu gibt es die Möglichkeit in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage. Also ruhig mal vorbeischauen. Alles andere, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Auch der Link zu meinem Instagram-Account, wenn ihr wissen wollt, was ich mache, wenn ich nicht aufnehme. Und nun bin ich raus. Lange, lange Aufnahmesession. Bis zur nächsten Aufnahmesession, die wahrscheinlich in 1-2 Monaten fällt. Dann weiß ich gar nichts mehr. Bitte verzeiht's mir. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Heal Fakti.